Hey ho, meine aktiven Freunde, heute bin ich's wieder, der Ludwig Noob 2. Hi, heute spielen wir Roblox. Das ist ein Ballerspiel. Ja, obwohl, so schlimm finde ich ist es jetzt nicht. Ich finde, das ist lustig und ja. Leute, wir stimmen jetzt die Basis von den Gegnern. Hier meine Lieblingsabkürzung. Leute, gleich müssen wir schon wieder aussteigen. Auto packe ich mal hier. So. Ich glaube, die Basis wurde schon gestürmt. Ja. Sie wird gestürmt, also. Wir können dann zur nächsten Basis gehen. Yeah! Wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Basis. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind jetzt angekommen bei der anderen Basis. Nehmen wir schon ein Teammitglied von mir, aber ich bin halt der Elite Commander von unserem Squad. Und da rennt ein Zombie auf der Straße rum. Was für ein Erlebnis. Ja. Also Leute, ich weiß nicht, das ist gerade abgehaut, also holen wir uns das jetzt mal nicht. Das ist die zweite Basis. Und die ist auch schon gestürmt worden. Geil. Genau sowas macht man. Oh. Der Typ hat gerade einen Zombie getötet. Also, Leute, Leute, Leute. Weiß nicht, wohin wollen wir jetzt gehen? Warten, bis die Gegner kommen. Ich will irgendwie zur gegnerischen Basis. Oh, aus der Map. Erstmal out of map. Schreibt Hashtag out of map in die Kommentare, meine aktiv. Ja, warum muss ich immer aktiv sagen? Weiß nicht, schreibt es in die Kommentare. Dass ich weiß, dass ihr den Teil gesehen habt. So, und dann, warte mal, was soll ich noch mal machen? Ja, das war's. Jetzt sind wir wieder beim Spawn. Geil. So, Leute, wir fahren jetzt wieder mit unserem Jeep zum Hafen. Und ja, wir sind nämlich eigentlich die Elite. Wir sind der Commander von der Elite, vom Elitens. Vom Elite Squad. Also, das ist so ein Team. Und ja, da bin ich drin und das sind so Elite-Leute, die sind richtig gut. Und deswegen schaue ich halt auch so irgendwie cool aus, finde ich. Ja, jetzt fahren wir wieder darüber. Ich glaube, jetzt haben die Gegner die Basis wieder eingenommen. Ja. Sie haben die Basis wieder eingenommen. Nee, doch nicht. Wir brauchen ein Fluchtfahrzeug, dass wenn dann die Gegner von der Luft kommen, weil die kommen immer mit einem Fallschirm, was wir auch machen könnten, aber wir haben noch nicht genug Sterne. Oben rechts sind nämlich 5 Sterne und davon habe ich keine. Und bei 10.000 bekommt man einen Stern und bei 2 Sternen kann man sich einen Helikopter kaufen. Also hat man dann einen freigeschalten. So, ja. Ich glaube immer, wenn der Schranken zu ist, sind keine Gegner da. Da ist aber einer. Hände hoch. Da kann ich schon mal sterben. Achso, deswegen wahrscheinlich. Ja, der kann nicht sterben, Bruder. Haha, der kann nicht sterben, Leute. Was wie geil. Backt den Boden komplett. Das ist mir auch passiert. Aber dann bin ich ganz aus der Map gefallen. Wie habe ich das Gefühl, das hört sich so. Ja, das sind noch welche.
Da ist noch ein Typ und ich glaube, der war schon Fahrer da und hat die ganze Zeit die Typen gepusht. Leute, meine Freunde. So. Aufpassen und weiter. Jetzt heile ich meinen Freund. Weil er ist halt direkt gestorben. Oh mein Gott, da erkennt man, dass er nicht Elite ist. Aus irgendeinem Grund ist er aber Commander und rennt schneller als ich. Hä, warte mal, Commander, ich glaube, das ist sogar ein Rang höher als ich. Weil er hat nämlich die Rüstung an wie ich. Nee, hat er nicht, oder? Nee. Doch, er hat genau die Rüstung an wie ich. Ich glaube, der ist sogar einer, der ein besserer ist. Ich glaube, der hat schon 8000 oder so vielleicht. Falls ich dann noch Commander werde, dann weiß ich, dass er höher ist als ich. Es kann sein, dass ich nämlich noch in dieser Folge einen Rang höher steige oder einen Stern sogar bekomme. Und ja. Warte mal, wo ist mein Auto? Das ist gedespawnt. Nee, das ist dort hinten. Oh mein Gott, Leute, jetzt müssen wir aufpassen. Aber ich glaube sogar, weil der Typ noch im Boden drin lag, können keine Gegner spawnen. Und wenn, dann müssen wir so schnell wie möglich abhauen. Weil alleine so eine Basis zu schützen ist tödlich. Und mit ganz vielen Männern so eine Basis einzunehmen ist... Ja. Ja, sie kommen, meine Freunde. Und wir sind tot. Ja, das war so... Leute, das war kein Wunder. Sie kommen! Die Russen kommen! Ja. Wir wurden gesandwiched. Also eben, guckt euch das an. Sind gefühlt 300 Russen. Und alleine die Basis zu beschützen ist unmöglich. Aber verstehen tue ich auch nicht, warum das Tor nicht aufgegangen ist, weil so hätte ich flüchten können. Ja, wahrscheinlich aber trotzdem gestorben. Ja. Da ist ein Heli. Man hört es, wenn es so komisch piepst. Wir steigen ja jetzt ein und hoffentlich... hoffentlich... Also Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, falls ich ein bisschen sehr leise rede oder falls ich normale Lautstärke rede. Ich schreibe denen mal, dass er zur zur anderen Basis. Dort war ich noch nicht. Hey, was? Der Typ kann auch bei mir einsteigen. Ob der Fisch. Also, ich schreibe ihn jetzt zur... Wie sagt man dazu? Fuck. Nee. Also zum Labor. Nee. Ich glaube Labor. Egal. Ich weiß es nicht, wie man es jetzt sagt. Hoffentlich bringt uns der dorthin. Der ist näher. Das ist ein Rang unter mir. Und der ist Death Sergeant. Der zweite Rang. Hä, kann ich sehen. Und der Typ ist auch mehr. Hat aber 2 Sterne. Ja, dann hat er sich die 2 Sterne definitiv gekauft, meine Freunde. Wow! Skydiven! Oh, shit. Ah, ja, wir sind ein bisschen sehr weit unten. Ich hatte jetzt Angst, dass ich an Fallschaden sterbe. Zombie! Gib doch! Blödes Ding! Okay, danke. Ah! Oh, ja, deswegen. Es hat gebuggt, Leute! Es hat gelaggt! Das Zombie hat einfach gelaggt. Okay, die Basis wird schon eingenommen. Ich wollte zwar wieder alleine eine Basis einnehmen, aber der Typ hat es geschafft, sie selber einzunehmen. Das selber wollte ich machen, aber er hat es geschafft und nicht ich.
Jetzt müssen wir warten, bis die Gegner wieder aus der Luft kommen, meine Freunde. Und da sind sie wahrscheinlich schon. Na. Guckt euch das an. Das ist die Russenbasis. Das Russenflagge. Und wir haben die Russenbasis eingenommen. Ich glaube sogar, das ist wirklich die Russenflagge. Leute, schreibt das bitte auch in die Kommentare, ob das die Russenflagge ist oder nicht. Ich lese sie mir durch. Also alle Kommentare, die ihr schreibt, können wir lesen wir durch. Also schreibt, wie ihr das Video findet. Ob das die Russenflagge ist und Hashtag out of map. Und da ist einer. Nee, das ist einer von uns. Der in der Luft chillt. Ich glaube wirklich, das ist die Russenflagge. Und auch, was ihr alles in die Kommentare schreiben könnt, ist, wie ihr insgesamt die Videos findet. Schreibt es einfach rein, zum Beispiel Hashtag super, falls ihr sie mögt, und Hashtag ultra geil, falls ihr sie liebt. Oder Hashtag ultra cool. Nee, Hashtag ultra cool, falls ihr die Videos liebt. Dann wissen wir nämlich, dass euch die Videos gefallen. Und dann können wir noch mehr schreiben, noch mehr Videos machen für euch. Also, jetzt wann kommen endlich die Russen wieder von der Luft? Ich gehe immer lieber rein, weil das ist immer so, wenn ich dann draußen bin und sie dann kommen. Weil in der Luft kann man sie nicht abschießen, da sterben sie nicht. Und dann versuche ich immer reinzurennen, aber in der Luft können sie mich abschießen und dann bin ich direkt gesandwiched, also direkt tot. Da wurde ich zwischen zwei Brote gedrückt und dann war ich ein Sandwich. Leute. Ich habe jetzt schon so viel mit den Kommentaren gesagt. Ich weiß nicht, was ich reden soll. Auch auf jeden Fall. Wie findet ihr meine Skin? Ich finde die richtig cool. Die schaut so richtig, richtig cool aus. Ich habe mir schon so einen Namen ausgedacht. Mit meinem Freund, also den Juli. Und da haben wir uns beide, glaube ich, Nachtschatten genannt. Er hat zwar nicht so eine gute Skin wie ich, weil er noch nicht so viel XP gesammelt hat wie ich, aber wir hätten dann beide die gleiche Skin und nennen uns Nachtschatten, weil wir die Nachtjäger sind. Und nee, mein Auto heißt Nachtschatten und wir nennen uns alle die Nachtjäger. Und weil wir so schwarz sind mit der Rüstung und so, dann... Also, weil wir so eine dunkle Rüstung haben, meine ich nicht. Ja, das wäre ein bisschen rassistisch. Also, nee, nimmt das nicht so ernst. Ich habe gemeint, die Rüstung. Also, ja, die ist dunkel. Und deswegen Nachtjäger. Und dann haben wir das schon mal gemacht, dass wir so in den Nachtschatten eingestiegen sind. Und dann bin ich halt eben der Fahrer gewesen, er der Beifahrer. Und wir sind dann gefahren, direkt hierher. Wir sind dann mitten rein und wurden beide wieder in ein Sandwich, also zwischen zwei Brote gedrückt und dann waren wir gesandwiched. Ja, das ist uns passiert, das war unser Lebenslauf. Und ja, bester Lebenslauf auf Erden, Leute. Wann kommen jetzt endlich die Gegner? Ich hab Bock auf Gegner, Bruder. Auf Russen! Die Russen! Hä, aber vorher war das noch eine Russenflagge, oder? Oh, und die Russen kommen! Hinlegen! Ja, das meinte ich. Man sollte lieber dranbleiben. Also, ja, das Division Play oder irgend sowas, was dort steht, die Flagge. Das ist, wenn wir die Flagge eingenommen haben. Und wenn da eine Russenflagge ist, bedeutet das, dass die Russen die Flagge, die Basis eingenommen haben. Und die Sache ist halt, dass ich jetzt ganz tot bin. Also jetzt kann man wahrscheinlich werden alle sterben von den Russen oder alle Männer, also alle Spieler halt, die dort versuchen die Basis zu halten. Und ich glaube, dann werden alle, ich glaube, schreibt auch in die Kommentare, wer glaubt ihr wird gewinnen.
habe ich schon so viel mit den Kommentaren gesagt. Schreibt einfach irgendeins. Es ist wurscht, was ihr reinschreibt. Und ja, also ich glaube persönlich, Leute, persönlich glaube ich wirklich, dass die Russen jetzt die Basis wieder einnehmen. Guck, da ist ein armer Mann. Den nehme ich mit. Aber ich stecke auch ein. Und er ist dran. Leute, wir nehmen ihn zur Stadt. Also ich schreibe jetzt City. Und ja. No problem. Also er schreibt danke. NP, nicht MPA. No problem, NP. Also kein Problem, Bruder. Ja, er schreibt danke, Bruder. Und ich schreibe kein Problem. Leute, jetzt schmeißen wir unsere Granate da rein. Und ja. Wir sind gute Granatenwerfer. Und ich habe mich selber in die Luft gejagt, Bruder. Ich bin der beste Spieler auf Erden, Junge. Und wir haben es wieder eingenommen. Yay! Also wir müssen uns heilen und dann fahren wir wieder nach Hause. Weil das Medkit brauche ich immer zur Hand. Es kann nämlich sein, dass ich dann so zusammengeschossen werde, dass ich ein HP oder so habe. Und dann brauche ich das Medkit, dass ich überlebe. Also bis gleich, meine Freunde. Also Leute, wir sind jetzt wieder da. Jetzt nehmen wir uns erstmal wieder die zwei Sachen. Ne, die habe ich schon. Die zwei. Also Granate und Medkit. Ja, Leute, wir sind wieder da. Der Typ ist bei der Fahrt ausgestiegen. Ich glaube sogar, der ist ausgestiegen, da weil die Leute gekommen sind von oben. Also ich bin nämlich gerade so um die Kurve gefahren, um rauszukommen. Und in dem Moment schießen mich Leute von oben ab. Und da denke ich mir nur so, oh mein Gott, hilf mir bitte. Und zum Glück habe ich es noch um die Ecke geschafft, ohne zu sterben. Und dann habe ich noch ein bisschen HP runterbekommen. Aber ist ja wurscht. Dann habe ich mir das... Nee, warte mal. Nee, ich habe gar kein HP runterbekommen. Jetzt glaube ich, wie das die Spaß ist. Also die... Sagen wir einfach Stadt, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie man zu dem Labor oder was auch immer das ist, sagt. Deswegen nennen wir es einfach Stadt. Ja, und wir hören schon wieder das Rumgeschießer. So, zwei haben wir jetzt. Und ich bin, ja, Commander ist höher als ich. Das ist ja heftig. Ich glaube, Commander ist sogar der einzige Rang, den man noch bekommt. Ja, okay, der Typ war höher als ich, Leute. Oh mein Gott. Oh, und ja. Ich wurde geholt. Nein! Hä, Leute, guckt euch den Mond da oben an. In der Mitte. Der bildet, der ist von den Häusern so, wie als würde das so ausschauen, wie als wäre das ein Einser. Ja, wir schreiben in den Chat bei, weil ich tot bin. Okay, Herbert, das war voll der coole Einser, den der Mond gebildet hat, Leute. Aber zwei Leute haben wir geholt und einen neuen Rang bekommen. Aber falls euch das Video bis jetzt gefallen hat, lasst ein Like da. Und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Jetzt greifen wir noch einmal an und dann ist das Video leider aus, aber falls es euch gefallen hat, trotzdem ein Like da lassen und mit euren Freunden teilen. Dann könnt ihr den ganzen Spaß, oh, das ist nicht einmal meiner, dann könnt ihr den ganzen Spaß, der im Video passiert, oder das ganze Spannende, oder das Lustige, oder das Traurige oder das Wütende, was im Video passiert, euren Freunden auch teilen. Und
sagt denen dann auch, dass sie abonnieren sollen, weil dann verpassen sie so wie ihr Abonnenten kein Video. Also sagt das euren Freunden einfach und teilt es mit denen. Dann können sie es nämlich auch anschauen und einen Spaß miterleben. Also jetzt greift man noch noch einmal den. Jetzt habe ich den anderen. Jetzt habe ich auch vergessen, wie man zum anderen sagt. Wie sagt man dazu noch einmal? Ich blende es euch einfach oben ein, dann brauche ich nicht sagen. Ja, hier oben steht entweder unter meiner Maus oder über meiner Maus. Ja, hier Russland wieder. Ja, das ist eine Russland-Flagge. Zu 100% ist das einer. Deswegen braucht man einen Medkit, Leute. Ich glaube sogar, dass er beide geholt hat. Ja. Außerdem hat er nicht geholt. Nee, der ist auch tot. Ja, Junge, der andere Typ ist voll gut. Jetzt gehen wir wieder die Russenbasis. Manchmal habe ich das Beste. Und manchmal das Schlechteste. Ja, ich hab doch das eine. Und der ist auch da. Was? Wie? Und bin tot. Leute, das war's leider fürs Video. Aber falls es euch gefallen hat und falls ihr noch eins sehen wollt, lasst ein Like da, weil dann wissen wir, dass es euch gefallen hat und dass ihr noch eins wollt. Und dann kann ich noch mehr hochladen davon. Also lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat und falls ihr mehr sehen wollt. Abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Teilt es euren Freunden und sagt denen, dass sie abonnieren sollen, dass sie den Spaß auch nicht verpassen. Also, bis dann. Tschüss.